letzte Zeit das. Ja, was heißt das? Klar. Wo ist denn mein verdammtes Handy? Okay. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier, Der Nachtfalter von Everly Sheehan. Das ist der erste Teil einer Dilogie. Der zweite Teil, hier fliegt ein Fussel rum, der zweite Teil kommt, glaube ich, im Januar raus, wenn alles klappt. Denn Der Nachtfalter ist auch ein Self-Publisher-Buch und ich habe dieses Buch auch netterweise von der Autorin zur Verfügung gestellt bekommen. Habe ich mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. In diesem Buch geht es um Amberly und Amberly ist etwas ganz Besonderes, denn sie kann ihr ganzes Leben lang schon einen kleinen Nachtfalter sehen und diesen Nachtfalter sieht nur sie. Warum das so ist, weiß sie nicht. Es ist sehr, sehr merkwürdig, weswegen sie den Falter inzwischen auch ziemlich ignorieren tut. Und eines Tages wird sie dann von einem fremden Mann aus einer Bar entführt und auf sein Anwesen verschleppt. Und Amberly weiß gar nicht, was jetzt überhaupt los ist. Und ja, dieser Fremde erzählt ihr dann ein wirklich, wirklich sehr, sehr krasses Geheimnis. Und das hängt mit diesem Nachtfalter zusammen, denn auch er kann ihn sehen. Und mehr möchte ich zum Inhalt eigentlich auch gar nicht verraten, weil mehr wusste ich, wo ich das Buch gelesen habe, auch nicht. Und das war wirklich sehr, sehr gut, weil es mich dadurch wirklich noch sehr überrascht hat. Ich kann euch wirklich nur sagen, die Handlung ist wirklich mal was ganz, ganz anderes und hat einen ganz, ganz anderen Ansatz. Denn in diesem Buch geht es um das Schicksal und um die Liebe und wie das alles miteinander verbunden ist. Und dann gibt es in diesem Buch noch eine Dreiecksgeschichte, wie ich sie so echt noch nie gelesen habe. Also es ist keine typische Dreiecksbeziehung und keine typische Dreiecksgeschichte, wie man das Ganze so kennt, sondern sie ist einfach mal was anderes und mal was Abwechslungsreiches, was mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja, zur Handlung kann ich erstmal nur sagen, fand ich wirklich sehr, sehr gut, hat mir richtig gut gefallen. Ich möchte auf jeden Fall wissen, wie das Ganze jetzt ausgeht, deswegen werde ich den zweiten Teil auf jeden Fall auch mitlesen, wenn er dann erscheint im Januar, Februar, je nachdem, wie es die Autorin jetzt schafft. Und ja. Was kann ich euch sonst noch erzählen? Zu den Charakteren kann ich nur sagen, dass ich Amberly als unsere Protagonistin in dieser Geschichte wirklich sehr, sehr mochte. Auch wenn ich hier und da so ein, zwei kleine Schwierigkeiten mit ihren Ansichten und ihrer Handlungsweise hatte, kam ich trotzdem ansonsten mit ihr als Charakter in diesem Buch wirklich sehr, sehr gut zurecht. Dann gibt es hier noch Creston und Devon als Charakter in diesem Buch, die relativ weit im Vordergrund stehen. Und auch diese beiden fand ich wirklich sehr, sehr interessant als Charakter, weil sie sehr, sehr unterschiedlich sind von ihren Grundzügen her, aber sich auch doch wieder sehr, sehr ähneln in manchen Dingen. Und ja, hat mir vom Charakter her auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte Devon und ich mochte auch Creston. Und dann fand ich auch die Nebencharaktere völlig okay. Also wir haben ja noch die Tante von Amberly, Tante Tilly und noch die Freundinnen von Amberly, die hier so ab und an nochmal mit vorkommen. Und dann gab es noch eine Freundin von Creston, die in diesem Buch noch mit vorkam. Und auch das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also die Nebencharaktere haben auch für mich sehr, sehr gut in die Geschichte reingepasst. Sie haben sehr, sehr gut mit unseren Hauptfiguren agiert und interagiert und das hat mir auch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vom Schreibstil her fand ich das Buch auch wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist ein lockerer, leichter Schreibstil. Man kann ihn sehr leicht lesen, man kommt gut durch das Buch, man hat keine Schachtelsätze oder irgendwas in dieser Geschichte. Es ist wirklich sehr, sehr angenehm. Die Szenenbeschreibungen und auch die Beschreibungen der Orte fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ich konnte mir alles sehr, sehr gut vorstellen. Tolle Handlung, tolle Charaktere, toller Schreibstil. Das Buch spielt in Schottland, also in Edinburgh und Umgebung, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat. Ich bin ein großer Fan von Edinburgh, ich möchte auf jeden Fall unbedingt mal hin. Das Einzige, was ich hier zu kritisieren habe, ist, wie gesagt, dass die Handlungsweisen der Charaktere für mich manchmal nicht schlüssig waren. Wieso, weshalb, warum, welcher Charakter jetzt an dieser Stelle so reagiert hat. Das gilt für die Hauptcharaktere wie auch für die Nebencharaktere. Fand ich manchmal irgendwie sehr... Aber das kann natürlich auch daran liegen, ich bin ja schon etwas älter, ich glaube, dieses Buch ist mehr Richtung Jugendbuch auch tendiert, dass ich das Ganze einfach alles schon etwas anders sehe als die Charaktere und dass die sich halt entsprechend dann natürlich auch anders verhalten, ist ganz klar. Aber das ist das Einzige, was mich in diesem Buch so gestört hat, so ein bisschen, dass ich, wie gesagt, mit den Handlungsweisen nicht immer hundertprozentig konform gehen konnte. Aber ansonsten, wie gesagt, war es eine wirklich sehr, sehr schöne Geschichte mit einem ganz, ganz tollen Ansatz und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und wenn ihr Lust auf eine Liebesgeschichte habt, die von Schicksal handelt und von
Bestimmung und eine Liebesgeschichte hat, wie ich sie so noch nicht gelesen habe, dann schaut euch den Nachtfalter auf jeden Fall mal mit an. Ich kann es euch nur empfehlen. Es sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden vergangen, seitdem ich der Nachtfalter aufgenommen habe. Ihr seht, der Lack ist etwas ab inzwischen, aber ich habe nur einen Akku und der ist mir verreckt bei der Nachtfalter. Und jetzt muss ich erstmal jetzt muss ich erstmal die Kamera ans Ladegerät hängen und warten. Und habe in der Zeit angefangen, mein anderes Video zu schneiden, kriege das heute aber definitiv nicht mehr fertig. Es ist einfach zu spät. So, das Buch, was ich jetzt als nächstes gelesen habe, ist dieses hier, Broken Hearts von Gina Showalter. Das ist der zweite Teil, Brennende Sehnsucht. Ich habe dieses Buch im August oder so bei einem Gewinnspiel vom HarperCollins Verlag auf Facebook gewonnen, habe mich riesig drüber gefreut und habe es jetzt endlich mal gelesen. Und oh mein Gott, warum habe ich dieses Buch so lange hier liegen lassen? Ich fand die Story unheimlich gut. Das ist so eine tolle Liebesgeschichte und ich würde es am liebsten jetzt gleich nochmal lesen. Es war wirklich einfach nur ein Traum, ein Traum, ein Traum. Ich komme erstmal ganz kurz zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Beck Oakley. Und Beck ist ein Frauenschwarm, wie er im Buche steht. Er hat quasi jede Nacht eine andere und er sieht ultra gut aus, weswegen ihm das auch nicht schwerfällt, da jedes Mal eine andere Frau abzuschleppen. Und er hat aus Gründen natürlich, die in seiner Vergangenheit passiert sind, bin ans Kabel gekommen, Beziehungsängste und Probleme, sich zu binden und möchte sich auch eigentlich auch nicht auf eine Frau festlegen. Und er hat bei den Renovierungsarbeiten seines Hauses, in dem er jetzt wohnt, einen Karton mit Fotos gefunden. Und auf diesen Fotos ist eine Frau. Und diese Frau fasziniert ihn vom ersten Moment an und er merkt sofort, dass diese Frau etwas ganz, ganz Besonderes an sich hat und ja, tut es aber halt alles als Fantasien ab, weil es ja nur Fotos sind. Und eines Tages ändert sich aber komplett alles, als diese Frau auf einmal vor ihm steht. Mehr möchte ich zum Inhalt auch gar nicht verraten, weil das so in etwa das auch ist, was hinten auf dem Rückband draufsteht. Und ich kann nur so viel sagen, diese Frau heißt Harlow und Harlows Schicksal hat mich persönlich sehr berührt und hat mich total mitgenommen. Es ist einfach nur der Oberhammer, was dieser Frau alles passiert ist. Und Harlow ist einfach so eine ganz, ganz tolle Protagonistin. Und sie ist mir da echt ans Herz gegangen. Und auch die ganze Geschichte mit Beck ist mir total ans Herz gegangen. Sagen wir es mal so, Harlow hatte keine glückliche Kindheit. Und sie hatte auch in ihrem bisherigen Leben eigentlich immer nur die Arschkarte und hat es nie gut getroffen. Und ja, trifft jetzt auf Beck und alles ändert sich für sie. Und es ist so schön zu sehen, wie Beck das Leben von ihr verändert und wie er sie auch ein Stück zurückholt in ein normales Leben. Und ja, ich fand es einfach ganz, ganz toll, das zu lesen und diese Reise mit den beiden so zu erleben. Und ja, wie ihr merkt, ich fand dieses Buch einfach so unglaublich gut. Und dieses Cover passt so überhaupt nicht zum Inhalt. Also wenn man jetzt von dem Cover ausgeht, würde man jetzt sagen, dass das ein komplettes Bumsbuch ist. Ist es aber nicht. Also es kommt natürlich Erotik drin vor. Und ja, es gibt natürlich auch Sexszenen, aber das hält sich echt im Rahmen. Das ist absolut nicht zu viel und übertrieben, sondern ja, finde ich, hält sich absolut im Rahmen. Von daher finde ich, passt dieses Cover nicht wirklich. Aber naja, gut, so ist das normal. Wie gesagt, von der Handlung her top, hat mir mega gut gefallen. Charaktere brauche ich, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Harlow als Protagonistin in diesem Buch ging mir einfach wirklich sehr ans Herz. Ich mag das total, wenn Charaktere zu Beginn der Geschichte sehr zurückgehalten sind und sehr ruhig sind und sehr introvertiert teilweise auch sind. Und wenn die sich dann im Laufe der Geschichte zu einer starken Person entwickeln, finde ich das wirklich unheimlich gut. Das gefällt mir mega. So war sie auch beim zweiten Teil von Rock Kiss. Da ist ja Charlotte am Anfang auch sehr in sich gekehrt, sehr ruhig und lässt sich auch sehr, sehr viel gefallen. Und das entwickelt sich natürlich im Laufe der Geschichte bei ihr. Und so ist es auch mit Harlow. Und es war einfach so gut. Also wie gesagt, Charaktere haben mir auch richtig gut gefallen. Der Schreibstil von Gina Showalter, habe ich ja bei Alice im Zombieland schon gesagt, dass der sehr ähnlich Jennifer Armentrout ist. Ich muss sagen, hier war es jetzt nicht ganz so schlimm, dass ich gesagt habe, das erinnert mich irgendwie sehr an Frau Armentrout. Aber es ist hier natürlich halt ein Erotikroman, New Adult Roman. Und das sind ja die Schreibstile sowieso alle sehr ähnlich, locker, leicht, einfach.
Es ist ein Schreibstil, der sehr, sehr viel Humor hat auf jeden Fall und sehr, sehr viel Witz und Charme und er ist so ein bisschen keck und ja, hat mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gefallen, der Schreibstil in diesem Buch. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall den ersten Teil noch mitkaufen jetzt nach Weihnachten. Nur ich habe gesagt, vor Weihnachten kaufe ich mir jetzt keine Bücher mehr, weil ich habe ja noch Geburtstag und viele Leute wollten wissen, was ich zum Geburtstag haben will. Da habe ich meine Wunschliste rumgeschickt und deswegen kann ich jetzt gerade keine Bücher weiter kaufen, weil ich nicht weiß, was ich vielleicht noch zum Geburtstag geschenkt bekomme. Und ja, aber dieses Buch werde ich mir definitiv dann noch mitkaufen, den ersten Band. Also Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Da das jetzt der zweite Teil ist, habe ich mich natürlich schon auf den ersten gespoilert. Was ich jetzt aber nicht schlimm finde, mein Gott, dann weiß ich halt, was das große Geheimnis von Typ Nummer 1 im ersten Teil ist. Möchte den trotzdem noch lesen. Und der dritte Teil kommt nächstes Jahr im März, glaube ich, raus. Den möchte ich auf jeden Fall auch noch lesen. Ja, hat mir auf jeden Fall mega gut gefallen. Tolle Story, tolle Handlung, tolle Charaktere. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur empfehlen, wenn ihr nur Adult-Erotik-Liebesgeschichten mögt. Lest dieses Buch, es ist so unglaublich gut. Vielleicht solltet ihr auch mit dem ersten Teil anfangen, nicht so wie ich mit dem zweiten, aber ich kann nur für dieses Buch sprechen. Es hat mir unheimlich gut gefallen. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video und zwar war das dieses hier, Die schönste Zeit des Jahres von Jacqueline Fellgut. Das ist das aktuelle Buch von Jackie von diesem Monat und ich habe es mir natürlich gleich wieder gekauft und gelesen und oh, es war wieder so schön. Jackie schreibt so schöne romantische Geschichten. Jackie schreibt ja Liebesromane, also keine Erotik oder irgendwas, aber Jackie schreibt Liebesromane einfach so unglaublich schön. Oh, ich kann es nicht anders sagen. In diesem Buch geht es um Zoe und Zoe hat den Glauben an Weihnachten verloren aufgrund der gegebenen Umstände, die bei ihr eingetreten sind und sie hat auch keinen Bock mehr auf Weihnachten, denn ihre ganze Familie liegt sich in den Feiertagen immer nur in den Haaren und sie hat eigentlich schon die Schnauze voll, bevor sie überhaupt zu Hause ankommt. Und dann ist es so, dass plötzlich ein alter Schulfreund wieder auftaucht, den sie seit Jahren nicht gesehen hat und mit ihm ändert sich dann natürlich die gesamte Situation und er lenkt sie ein bisschen von der familiären Situation ab und er kann es gar nicht glauben, dass sie den Glauben so an Weihnachten verloren hat und versucht ihn und er versucht ihr dann ein Stück dieses Gefühl von Weihnachten zurückzugeben und das macht er auf eine ganz, ganz wundervolle Art und Weise und ob es ihm gelingt oder nicht, das ist das, worum es in diesem Buch geht und ich muss sagen, Jackie hat hier wieder was ganz, ganz Tolles ausgedacht. Es ist einfach eine wunderschöne Geschichte, die uns erinnert, woran es an Weihnachten wirklich geht und die auch nochmal zeigt, dass es nicht wichtig ist, dass man die tollsten Geschenke bekommt und dass alles perfekt ist, sondern einfach, dass man die Zeit genießen sollte, die man hat und das fand ich einfach unglaublich schön und die Botschaft, wie gesagt, die ich da jetzt daraus mitgenommen habe, fand ich auch wirklich sehr, sehr gut und diese Liebesgeschichte, die sich in diesem Buch auch noch mitentwickelt, hat mir auch ultra gut gefallen. Und ja, es war wieder ein wirklich richtig tolles Buch und definitiv zu empfehlen jetzt für die Weihnachtszeit. Und von der Handlung her top, Charaktere haben mir auch wirklich wieder mega gut gefallen. Dieses Buch hat ja nur so um die 150 Seiten, weshalb die Charaktere natürlich nicht so eine ultramäßige Tiefe haben können und sowas. Aber dafür, dass dieses Buch wirklich sehr, sehr kurz war, hat es mir wirklich gut gefallen. Und die Charaktere sind gut entwickelt und gut aufgebaut gewesen. Und ich habe das wirklich Jackie alles abgenommen, was sie da geschrieben hat. Also ich glaube ihr das, dass es wirklich so passiert sein kann irgendwo. Und das ist ein Gefühl, das habe ich bei Jackie in ihren Büchern eigentlich immer. Gerade wenn es so um diese Liebesromane geht, habe ich so das Gefühl, dass das wirklich Geschichten sind, wie das Leben sie schreibt und wie sie wirklich irgendwo in der Welt passieren können. Und das finde ich wirklich immer ganz, ganz toll, weil es wirklich nicht übertrieben und weit hergeholt ist, sondern einfach wunderschön. Und ja, Jackie erzählt das, wie gesagt, immer auf ihre ganz besondere Art und Weise. Und ja, Die schönste Zeit des Jahres ist ein Buch, was ich euch definitiv nur empfehlen kann. Tolle Handlung, tolle Charaktere und der Schreibstil, ihr wisst. Jacqueline Fellgut, ihr Schreibstil ist ein Traum. Sie schreibt so wunderschöne Geschichten und ich sage es immer wieder, diese Frau hat einfach Talent. Und ich hoffe, dass Jackie es da noch ganz, ganz weit bringt in ihrem Leben. Und ja, ich empfehle euch dieses Buch. Lest es. Tolle Handlung, tolle Charaktere, tolles Setting. Alles cool. Mehr kann ich zu diesem Buch auch nicht sagen. Das waren meine letzten drei gelesenen Bücher. Wenn ihr eins von den Büchern kennt und sie schon gelesen habt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr sie fandet. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und sorry für dieses ganze Durcheinander hier heute mit Unterbrechung und so, aber so ist das Leben. Es kann nicht immer alles perfekt sein. Bei mir ist eigentlich sowieso meistens Chaos. Dass ich manchmal das sowieso so hinkriege, Videos normal zu drehen und nicht, dass immer was schief geht, ist eigentlich ein Wunder. Ja, ich schwafe schon wieder. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.